Hallo Leute, heute wollen wir den neuen Klappgrill testen und ich hoffe doch, ihr seid dabei. Sieht als erstes aus wie eine gigantische Version des Bundeswehr-Speedkochers. Da die beiden mal im Größenvergleich. Das ist sehr schnell und sehr stark geröstet. Kann man fortschmeißen jetzt. Ja, jetzt habe ich hier Löcher reingemacht in der Hoffnung, dass die Kohle bzw. das andere Holz besser Luft bekommt. So, wir versuchen jetzt ein traditionelleres Feuer hier drin. Das sieht irgendwie auch aus wie ein Vogelnest. Okay, bisher ist das Ding noch nicht geschmolzen, obwohl wir ein kräftiges Feuer haben. Also das hat das Feuer tatsächlich überlebt, hat sich nicht verformt oder sonst was. Und auch jetzt ist noch eine super Glut aus Holz und Kohlen. Ja, sehr schön. Ich denke mal, es bekommt den Kramer-Prädikat, das Kramer-Prädikat ganz gut. Gut.